Ja, Dennis, so ein bisschen fühlt sich für mich dein Wochenende an wie so eine einzige Aufholjagd. Wie fühlst du dich denn? Ja, gestern war super. Gestern Tagessieg, heute natürlich klar im zweiten Rennen die Zündkerze gebrochen, von hinten aus der Box gestartet. Ja, und im dritten Rennen halt einfach mal durchgereicht worden am Start. War ein bisschen zu wenig Luft in den Reifen. Das hat man auch gemerkt und ab dann ist wieder gelaufen und hat gebrannt, ne? Ja, du sagst, Wochenende lief eigentlich top, bis dann eben die Zündkerze nachgegeben hat. Was hat man sich dann in dem Moment, also was ging in deinem Kopf vor? Hast du dir wirklich gedacht, Mist, warum ausgerechnet jetzt? Warum nicht beim Warm-up? Oder was, erklär mal so ein bisschen, was geht in einem Fahrer dann vor, wenn alles top läuft und dann auf einmal nichts mehr geht? Ja, das ist halt Schicksal, ne? Pech gehört im Kartsport auch dazu und ja, an die Box fahren, gucken, an was es liegt. Man weiß ja nicht, an was es gelegen hat, erstmal, wenn man draußen fährt. Zündkerze gewechselt, dann lief's wieder und dann das Beste draus machen. Ja, heulen hilft nicht. Ja, du sagst, das Beste draus machen. Die Pace war ja auf jeden Fall da. Heute auch noch, wie man jetzt wieder gesehen hat, auch zwischendurch auf 14 warst du gerade im letzten Rennen zurückgefallen und wieder nach 3 nach vorne gekämpft. Ist das so ein bisschen so Ehrgeiz, auch ein bisschen Aggressivität oder wie ist, sag ich mal, der Schlüssel zum Erfolg in so einer Situation? Ja, smooth and steady, alles rausholen, eine Qualifier nach der anderen raushauen und sauber überholen ist hier ganz wichtig, weil wenn der Frontspoiler einklappt, gibt es 5 Sekunden und dann ist ja die ganze Aufholjagd für die Katz gewesen. Ja, und wie siehst du deine Chancen dann für die nächsten Rennen, gerade Oppenrodt zum Beispiel als nächstes direkt? Ja, Oppenrodt ist wieder für alle gleich, alle fangen von vorne an. Ich meine, ich muss sagen, für 5 Jahre Pause, Kartpause, habe ich mich doch ziemlich gut geschlagen dieses Wochenende. Ja, das würde ich auch sagen. Macht auf jeden Fall Lust nach mehr zu sehen, einfach was, wie du dich so im Laufe der Saison entwickelst. Ich bin gespannt. Danke dir und wünsche schon mal alles Gute. Hau rein.